Hallo, ich begrüße Sie hier zum zweiten Teil. Es geht um die Makroerstellung, um Lückentexte für das Lernmanagementsystem Moodle zu entwickeln. Das möchte ich kurz nochmal vorstellen. Ich habe hier einen Text, das ist aus Goethes Faust, ein Gedicht vom Eise befreit. Wir mussten es noch in der Schule lernen. Und da soll an bestimmten Stellen eine Lücke gelassen werden, damit dann diejenigen, die nachweisen sollen, dass sie davon was gelesen haben, die entsprechende Lücke füllen. Ich zeige das vielleicht nochmal. Hier ist der Text. Sie sehen, hier sind die doppelten Buchstaben. Von Quelle, von Hoffnung, von Sonne, überall, da sind zwei Ls. Die müssen ausgefüllt werden. Und dazu kann man diesen Text hier mit Excel hervorragend so weit vorbereiten, dass er sofort in dem Lernmanagementsystem als Frage eingesetzt werden kann, so wie das hier der Fall ist. Vielleicht zeige ich nochmal, wie es funktioniert. Ich habe hier die Administratorsicht. Ich kann also hier schon schummeln. Die richtige Lösung bekomme ich mit einem Klick. Und dann sehen Sie, stehen hier überall die doppelten Buchstaben. Und die Schüler müssen das natürlich richtig ausfüllen. Ich mache hier mal statt zwei M's zwei N's hin, weil ich mich da möglicherweise vertippt habe. Und dann kann ich mir mit Absenden und Beenden anschauen, wie die Bewertung aussehen würde. Weil ich gut geschummelt habe, ist alles richtig, nur die zwei N's waren natürlich falsch. Entsprechend wird das hier gekennzeichnet und schlägt sich in der Punktevergabe nieder. Hier gibt es dann 0 Punkte für die richtige Lösung gibt es 13 Punkte. Nur diese Möglichkeit zum Schummeln haben die Teilnehmer nicht. An den Stellen, wo hier diese grünen Markierungen sind, da wird in dem Text hier ein entsprechender Platzhalter eingesetzt, Short Answer. Hier sehen wir das ja, da habe ich das nochmal hingeschrieben. Kopiere mir das auch gleich, damit ich das dann einsetzen kann. Mit Steuerung C. Und dieser Platzhalter, der wird an den Stellen, der hier für den Lückentext vorbereitet werden soll, entsprechend eingesetzt. Bei dem Beispiel eben waren es die doppelten Buchstaben. Für das jetzige Beispiel, was ich jetzt mit Ihnen oder was ich Ihnen darstellen will, das soll mit den Umlauten hantieren und da gibt es einiges bei zu beachten. Vielleicht führe ich das Makro erst einmal aus, markiere den Bereich, wo das eingesetzt werden soll, mit Steuerung P. Da ist es ausgeführt. Sie sehen es schon hier. Da steht das hier, Short Answer. Und da stehen also entsprechende Begriffe, Doppel-L, Doppel-F, ne, und so weiter. Und jetzt möchte ich in dem Bereich hier beispielsweise, dass die Umlaute A, E, I, O, U, die sollen eben auch mit Platzhaltern versehen werden. Und damit das mit dem Makro klappt oder hinterher automatisch klappen kann, schalte ich die Makroaufzeichnung ein. Das geht über Ansicht, Makros, Aufzeichnen. Und da wird Makro 2 vorgeschlagen, weil das erste gibt es ja schon. Und hier kann ich mir wieder Buchstaben überlegen. Nehme ich hier mal ein U wie Umlaute. Und das wird in dieser Arbeitsmappe gespeichert und da schreibe ich jetzt mal unten hin Umlaute per Platzhalter. Kann ich dann später noch ein bisschen ausfeilen, was ich da hinschreibe, aber hier steht jetzt schon mal was. So, dann gehe ich auf OK und hier haben wir dann zum Beispiel ein O und ein I. Ein A kommt hier bei Thale vor. Also Sie sehen, hier tauchen also schon die üblichen Umlaute auf. Und jetzt will ich das mit Suchen und Ersetzen ändern. Aufgezeichnet wird. Ich gehe dazu ins Register Start, wähle dort Suchen und Auswählen, wähle Ersetzen. Und da steht vom letzten Suche noch was drin. Aber da soll jetzt nach dem A gesucht werden. Und das soll jetzt ersetzt werden durch Short Answer gleich. Da muss ich dann das, was eingesetzt werden soll, an der Stelle eintragen, nämlich das A. Mache dann die geschweifte Klammer zu. Achten Sie mal darauf, was passiert, wenn ich hier, schauen wir noch die Optionen an, wenn die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet wird. Das ist nämlich die Voreinstellung bei den meisten Suchen und Ersetzen. Und dieses Umlaute ersetzen, würde natürlich auch hier bei Short Answer passieren. Ich will das einfach mal zeigen, damit Sie sehen, was die Folge ist. Ich gehe jetzt mal auf alle ersetzen.
Und schon sehen wir, vier Stellen wurden geändert. Short Answer, hier stand es vorhin noch. Da ist hier jetzt in Short, ist Short Answer nochmal verpackt statt dem A. Das darf natürlich nicht sein, da muss ich mir was überlegen. Ich muss, wenn ich jetzt nicht nur einen Buchstaben ersetzen will, sondern mehr als ein A, E, I, O, U, da muss ich dafür Sorge tragen, dass nicht innerhalb dieses Platzhalters selbst was ausgetauscht wird. Und das kann ich einfach dadurch machen, dass ich den Platzhalter Short Answer, also was da vor dem Buchstaben, der zu ersetzen ist, steht, durch Zeichenfolgen ersetze, die sonst im Text nie vorkommen werden. Beispielsweise ein dreifacher Slash. Ein zweifacher kann ja vorkommen, wenn in dem Text ein Hyperlink genannt ist, der mit HTTP anfängt, und dann kommen ja auch immer diese zwei Schrägstriche. Also mache ich jetzt Folgendes. Ich ersetze hier diesen Teil, Short Answer, mit einem dreifachen Slash, ne, weil zweifach könnte ja vorkommen im Text bei Hyperlinks. Und hier hinten, damit auch das durch die geschweifte Klammer zu ersetzt werden kann, da kommt jetzt kommen zwei senkrechte Striche hin. Die tauchen nämlich so im Text auch nicht auf. Und das mache ich jetzt nochmal. Gehe auf alle ersetzen. Sie sehen, Short Answer ist natürlich jetzt schon missraten, aber das macht ja nichts. Ich kann das ja hinterher mal manuell korrigieren. Gehe hier auf OK. Jetzt will ich ja nicht nur die A's ersetzen, sondern auch die E's. Und da fahre ich jetzt fort mit allen Buchstaben A und dann auch alle ersetzen. Und das mache ich jetzt auch mit dem I. Das werde ich dann hinterher rausschneiden. Das O werden alle ersetzt. Und dann fehlt noch das U. Dann habe ich die ganzen Umlaute. So, das ist jetzt das Ersetzen der Umlaute. Wir haben das jetzt hier in dem kleinen Bereich gesehen. Jetzt muss ich noch Sorge tragen, dass diese Dreifachstriche ersetzt werden sollen durch Short Answer. Das, was ja eigentlich da stehen soll. Und das kann ich natürlich ganz einfach dadurch machen, dass ich mir hier aus meinem Text diesen Teil hole. Dreifachstriche sollen ersetzt werden durch das. Und dann alle ersetzen. Oh, ich muss es markiert haben. Und die zwei senkrechten Striche, die sollen ersetzt werden durch die geschweifte Klammer zu. Und da wurden natürlich genauso viele ersetzt, 61 Stellen. Ja, damit ist dann das Makro fertig. Ich schließe das hier, den Dialog, und beende auch das Makro. Das schaue ich mir jetzt mal an. Dazu gibt es die Möglichkeit, die Entwicklung anzuschauen. Hier fehlt noch ein Register Entwickler Tools. Das kann man aber leicht einschalten, wenn man auf Datei geht. Wählt die Optionen. Dort gibt es Menüband anpassen. Und da hat man dann die Möglichkeit, die Entwickler Tools, die stehen hier, einzuschalten. Jetzt habe ich das Register Entwickler Tools hier oben stehen. Da klicke ich rauf und jetzt kann ich mir anschauen, was da eben aufgezeichnet wurde. Die Makros stehen hier, aber wenn ich auf Visual Basic gehe, dann sehe ich, was hier gerade aufgezeichnet wurde. Modul 2, da ist nämlich mein Makro von eben. Und da sehen wir, das, was hier zunächst schief ging mit Short Answer, das kann ich hier einfach rauslöschen. Also das habe ich ja gesagt, wenn man da Short Answer gleich einfügt, dann passiert da Unsinn. Das lösche ich raus, aber dann sehe ich hier, dass eben das A ersetzt wird durch diese Konstruktion, das E, das I, das O und das U. Alle sind ersetzt. Zum Schluss muss dann noch die
müssen die drei Slash ersetzt werden. Das hier war mein Versprecher. Den mache ich auch weg. Die drei Slash müssen ersetzt werden durch Short Answer gleich. Und die senkrechten Striche, die werden ersetzt durch die geschweifte Klammer zu. Und das ist jetzt das Makro, was also jetzt so direkt aufgezeichnet wurde. Ein bisschen habe ich eben korrigiert. Meine Versprecher, die Sie ja auch gesehen haben im Video, die sind jetzt raus. Jetzt fehlt nur noch, dass ich es teste. Mit Steuerung U kann ich mir jetzt gleich mal einen Abschnitt aussuchen. Ich schließe das jetzt erstmal. Und dazu nehme ich jetzt vielleicht mal diesen Absatz hier. Kehre um. Und da tauchen also auch schon so ein paar Sachen. Ja, das ist natürlich hier schlecht, ne? Weil hier steht schon Short Answer drin. Ich habe aus der Zwischenablage nochmal das Gedicht herausgeholt mit Steuerung V. Jetzt habe ich hier gerade die Urversion, ne, wie sie hier in der Zeit stand. Und dann kann ich auch gleich ausprobieren, ob das Makro, was ich eben aufgezeichnet habe, funktioniert. Mit Steuerung U müsste es funktionieren. Das hat es auch, haben wir gerade gesehen. Jetzt fehlt noch der Test. Ich kopiere mir das. Mal schauen. Das ist noch nicht mit diesen Absatzmarken markiert. Ich markiere hier die Änderung des Gedichtes. Shift, Steuerung, Position 1. Damit ist also einschließlich der Formatierungszeichen oder der Absatzmarken ist jetzt alles markiert. Ich gehe mit der rechten Maustaste auf Kopieren, gehe nach Moodle und da muss ich hier Text hinschreiben. Faust. Umlaute, ne, einsetzen, kann ich noch dahinter schreiben. Bisschen schöner soll es noch werden, aber es geht ja darum, ich will jetzt hier nicht so lange Video machen. Und dann füge ich das ein mit Steuerung V, aber da muss ich darauf achten, dass ich hier wieder auf HTML gehe. Weil das, was Excel produziert hat, ist HTML. Und da steht's. Und dann gehe ich hier noch auf Änderungen speichern. Dauert jetzt ein bisschen. Und ja, keine Meldung, dann hat es geklappt. Wollen wir es auch gleich mal testen. Ich gehe hier rauf und dann haben wir hier die gesamten Umlaute, die sind ersetzt. Das Ä, das Ü. Sehen wir, das ist noch nicht ersetzt, aber das ist ja so schon schwierig genug. Ich will das mal zeigen mit der richtigen Lösung. Und mache da natürlich noch einen Fehler rein, damit man sieht, das funktioniert auch. Ein bisschen größer. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Da machen wir hier bei Sein mal ein A hin. Und dann gehen wir auf Prüfen. Alles richtig, nur hier, da steht es dann auch. Hier, die richtige Antwort ist E, erreichte Punkte 0 von 1. Und das ist also der einzige Fehler, weil das andere ist alles grün. Entsprechend habe ich hier 405 von 406 möglichen Punkten. Also 406 Mal kommt einer dieser Umlaute, die eben im Makro bearbeitet wurden, vor. Ja, damit hat das geklappt. Schauen Sie sich hinterher dieses Quiz an. Unter Faust werden Sie es hier in der Lektion sehen. Im Zweifelsfall schauen Sie, wenn Sie den Link nicht manuell eingeben wollen, unter dem Video nach. Da ist in der Beschreibung der Link genannt. So viel für dieses Mal. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.